Okay, das müssen wir jetzt natürlich drinnen lassen. Das macht sich immer ganz hervorragend zum Anfang einer Folge, wenn so eine mysteriösen Glitches hier passieren. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Willkommen zurück zu Fallout 4 2022. Wir müssen in die Richtung. Der Marker ist da gesetzt, aber hier wäre noch... hier wäre noch ein halbweißes Gebäude da drüben. Das müssen wir noch mitnehmen. Das gleich um die Ecke da vorne. Immer schön langsam. Nicht vergessen, wir sind psychoabhängig. Ist das ein Lieber? Ich glaube schon, ne? Aber wir dürfen niemandem vertrauen. Das ist fast wie bei dem Film The Road. Oh mein Gott, ist der schlimm gewesen. Hallo? Alles klar? Alles klar? Alles klar, ne? Hi. Michi. Oh, das ist ein Trader. Oh mein Gott, mit ganz vielen Cutsies. Kann ich den? Nee, darf ich nicht, ne? Das ist wieder so ein Hinrichtungsgegenstand. Er liebt seine Katzen. Wie schön. Militärbarett, nein, glaube ich dir nicht. Finden wir bestimmt irgendwann später wieder. Na du, alles klar? Hallo. Hey, Plünderer. Ja, ja, Handel, 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 Handel. Aber erstmal quatschen, ne? Hast du in letzter Zeit was gehört? Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne nur übers Geschäft reden. Und es ist wieder die Skyrim-Stimme, meine Güte, ey. Das ist auch die Stimme von Pauli aus den Sopranos, Mensch. Hat die Serie für mich nochmal aufgewertet, ist aber auch generell eine gute Serie. Na, zeig mal bitte. Oh, ich schau mal, was du hast. Zeig mal bitte hier, 155 Kronkorken. Was ist denn das bitte für ein Händler? Oh, die Flasche. 3 Kronkorken willst du dafür haben? Ist Mangelware. Müssen wir mitnehmen. Katzenfleisch. Deswegen die Katzen. Ey, alter Schwede. Ich glaub's ja nicht. Schachbrett für Moira in Megaton. Nein. Megaton, Entschuldigung, ne, stimmt. War ja ein bisschen anders. Stimpacks hätte ich ganz gerne noch mitgenommen, aber so... Aber so können wir nur deine Kronkorken dir abluchsen. Wenn wir irgendwas zum Handeln hätten, haben wir aber gar nicht. Doch hier, unser altes, kalibriertes Scharfschützengewehr. Stimmt, 26 Kronkorken. Ja, muss raus, ne? Das ist stärker. Bitteschön. Und die zweite Automatik 10mm Pistole. Ansonsten haben wir nichts weiter eingesammelt. Hier. Einmal Gunner-Wachbekleidung habe ich zweimal mitgenommen. Und ja, stimmt. Wir müssen ja auch noch die Brille anziehen. Fällt mir gerade so ein. Wegen Wahrnehmung. Ja, wir sind arm, Mensch. Wir sind sehr, sehr arm. Und wir haben keine Handelsware. Wobei das Bierchen hier... Ach komm, weg damit. Und so viel Red X braucht kein Mensch. 3. 3 ist unsere magische Zahl. Außer bei Stimpacks. Da können es ruhig auch ein paar mehr sein. Und mir fällt auch gerade so ein, vor dem Kampf in der letzten Folge gegen die Gunners hätten wir vielleicht mal Mantets nehmen sollen. Das hätte ganz gut EP gebracht. Aber nun gut. Okay, hier bitte annehmen. Wir müssen weiter. Schön. Ein weiterer Schnellreisepunkt ist markiert, ne? Zurück auf Kurs. Wir müssen in die Richtung. Aber hier ist schon wieder was, ne? Ist das da oben? Oh ja. Oh ja, wie kommen wir denn jetzt darauf? Vom Hundertstel zum Tausendstel. Aber das macht ja dieses Spiel so fantastisch. Naja. Ich weiß nicht. Von da jedenfalls nicht. Ist da ein Fahrstuhl vielleicht? Es gab doch hier auch so eine Locations mit einem Fahrstuhl. Wie soll man denn da bitte rauf? Ist das eine Jetpack-Location? Möglich. Das ist möglich. Ja. Nee. Oh doch. Wie soll man denn da bitte raufkommen? Ach, guck mal, da ist noch ein Seitenstückchen. Und das führt... Oh, das führt aber ganz weit weg. Ganz weit weg. Kurz gucken. Ist der Aufstieg? Ja. Was? Was? Wie bitte? Ich habe doch Menschen gehört.
Oh, das aber ist jetzt aber weit, ne? Aber ich bin neugierig. Oh, Rehe. Rehe. Boom. Wie bitte? Das hat er überlebt. Ist doch ein Witz, oder? Ist doch ein Witz. Die stärkste Rehe aller Zeiten. Stopp. Habe ich's jetzt? Wenigstens eins. Der schlechteste Jäger aller Zeiten. Ein Glück sind die so blöd. Aber hier ist noch irgendwer. Das eine habe ich erledigt, ne? Ja, das haben wir gekillt. Und das hier auch noch. Das Fleischmensch. Tragekapazitäten. Können wir nicht liegen lassen. 25 Tragekapazitäten. Oh Gott, ist das schlimm, Mensch. Haut doch ab, ey. Ich muss euch jetzt töten. Ja. Der schlechteste Jäger aller Zeiten. Dogmeat, gib ihm den Rest. Oh Gott, wir rotten die ganze Familie aus und... Sie haben es nicht mal geschafft, wegzulaufen. Lauf! Ist okay. Aber es wird verbluten. Oh Gott. Das Ödland kennt keine Gnade. Leder. Oh Mann. Und da unten war noch eins. Ja, krass. Ist übel. Aber hätten sie die Chance, würden sie es auch mit uns machen. Hi. Ja, genau. Ins Gesicht, Mann. Ich habe dir jetzt Gesicht geschossen. Aber das Leder ist auch gerade elementar wichtig. Und dann zurück zur Brücke. Ich will jetzt hier nicht... So viel rumtingeln, das muss nicht sein. Kronkorken hat er gefuttert, der hätte sowieso nicht lange überlebt. Zurück auf Kurs. Die Brücke und dann wirklich weiter Richtung Zielmarker. Da, und dann rechts halten. Ja, wir sind krank, mal wieder. Aber wir können auch kein Antibiotika selber herstellen. Das wird noch ein Freudenfest mit Stimpaks. Und Antibiotika hier auf dem Survival-Schwierigkeitsgrad. Wir kommen hier hoch, ne? Ja! Ja! Aber nicht, dass das wie in Matrix ist. Meide die Autobahn. Aber wir müssen hier hoch. Zum Schlüsselmeister. Irgendwer ist hier, ne? Hier ist schon wieder so ein Zeichen. Das bedeutet doch etwas, ne? Unsere Location war aber in die Richtung, ne? Ja. Oh, oh. Oh oh. Oh oh, Gunner, nicht nochmal, bitte. Die waren echt schwer. Und ich habe nicht mehr genug. What? Wo? Es sind Gunner. Da unten. Legendary Gunner, aber vielleicht nur einer alleine. Schande, ich habe gespeichert, ne? Wir müssen das jetzt durchziehen. Wo ist er hin? Wetz, enttäusch uns nicht. Da ist er, Köpfchen. Okay, cool. Wow. Diese verfluchten Mollys immer, aber diesmal wissen wir, dass die kommen. Wir sind vorbereitet auf das Schlimmste. Gleich mal abfangen. Krieg ich hier einen Schleichkrit? Nein, krieg ich nicht. Junge! Zack! Wir sollten ihn bestürmen, würde ich sagen, ne? Ey, warum kann ich meine 10 mm nicht ausfüllen? Natürlich, du hast die vom Hotkey verkauft. Gute Idee. Weiter. Es ist nur einer. Knockmeat, gib ihm. Und boom, Schakalaka. Ja, ins Gesicht. Nein, es ist noch einer. Irgendeiner habe ich noch beschossen. Krass. Ermüdung. Ach so, durch die Stimpaks. Ich verstehe. Nehme ich. Laserpistole. Nice. Haben wir den Harnisch schon in der Sammlung? Ich guck mal eben, ne? Ist doch nur einer gewesen. Jupp, haben wir. Aber die Terbeere nehmen wir mit. Jetzt noch Froschschutzmittel und dann können wir uns die Berry Mantids herstellen. Aber vielleicht können wir die auch selber irgendwo anbauen. Schmutziger Armeehelm. Haben wir den schon? Nein. Und das Gunner-Halstuch haben wir... Auch noch nicht, ne? Weder in der Sammlung noch gerade im Inventar. Hier ist noch... Doch, das haben wir schon. Das Gunner-Halstuch in grün, das haben wir schon. Also nur den Harnisch und den schmutzigen Armeehelm. Und wenn wir schon mal dabei sind, gleich mal die Brille anziehen. Brille mit schwarzem Gestell. Wir hätten auch noch eine Sonnenbrille eigentlich, ne? Ja, wir checken das mal gegen. Brille mit schwarzem Gestell.
Und hier die normale Sonnenbrille. Ich würde sagen, wir nehmen die mit dem schwarzen Gestell. Ne? Die sehen beide albern aus, aber irgendeine Brille müssen wir jetzt ja tragen. Und wir haben eine Laserpistole und sind moderat durstig. Einmal aufbereitetes Wasser bitte. Wunderbar. Was kann die Laserpistole? Wie viel Schaden macht die? Wo ist sie hin? Wo hat sie sich versteckt? Da ist sie, direkt vor meiner Nase. 25. 25. Und Reichweite 71. Genauso wie die 10 mm. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Also eine Laserpistole, eine Energiewaffe wollen wir immer mit uns führen. Und zwar auf der 5 eigentlich. Auf der 5. Auf der 4 wird irgendwann eine große Waffe sein, wenn die Tragekapazitäten mitspielen. Eine Laserpistole. Klicke die Klick-Klick. Das ist auch schick. Letztes, okay? Und wir wollten da hoch. Über unseren neu gefundenen Zugang. Der so ein bisschen weiter jetzt abseits ist. Steck mal die Knarre weg. Wie albern, Mensch. Konzentrier dich. Das ist immer noch Postapokalypse und so. Hier. Genau, hier einmal hoch, bitte. Aber hier wird es einige Locations direkt auf der Brücke geben, ne? Der Marker sagt, wir sollen in die Richtung. Ah, lebt hier noch einer? Vorsichtig, vorsichtig. Oh, ein Zelt, ein Tent. Gleich mal gucken. Nehme ich. Und Pipe Revolver. Oh, mit. Das ist unser 45er Gewehr, ne? Revolvergewehr. Das könnten wir dann wegschmeißen, ne? Hier haben wir ein richtiges Zielfernrohr drauf. Nice, das nehme ich. Unser Ersatzgewehr, falls irgendwas passieren sollte mit unserem Scharfschützengewehr. Ich glaube nicht dran, aber trotzdem. 27 Schaden zu, naja gut, 48 Schaden. Ich glaube, das werden wir hier eher selten benutzen, aber das können wir dafür hier lassen. Wir nehmen was und wir geben wieder was zurück. Wie so eine Bushaltestellenbibliothek. Kennt ihr sowas? Das gibt es nur auf Dörfern in Berlin. Naja, da würde gleich jedes Buch weggeklaut werden wahrscheinlich, wenn da einfach so ein Buch rumliegen würde. Also man muss sich das so vorstellen. Oh mein Gott! Man muss sich das so vorstellen. Da steht dann so ein Schränkchen, wo Bücher drin stehen und man darf sich bedienen. Aber man soll auch, ne? Man soll auch selber Bücher wieder reinstellen. Zack. Geben und nehmen. Nein, stopp. Und in Berlin, naja, in Berlin würden so eine Bücher nicht sehr lange da rumliegen, glaube ich. Boom! In dein Gesicht, Mann. In dein Gesicht. Dankeschön. Kronkorken. Freut mich. Weiter. Aber das ist nicht die Location, die wir eigentlich erkunden wollten. Ah, und hier schon wieder. Dieses Symbol. Oh, komm noch mehr. Ja, aua. Aua. Aus nächster Nähe daneben geballert. Aber da kommt noch einer. Vorsichtig. Und na los. Ach, der Hund, Mann, der macht das schon. Ich habe auch hier Wets. Köpfchen. Aber wir warten kurz. Damit wir eine bessere Trefferwahrscheinlichkeit haben. Oh, ein Rückenschuss reicht aus. Ein bisschen Bleisalz für deinen Rücken. Kollege. Ne Quantum. Nice. Jupp. Danke sehr. Alles cool. Und das ist jetzt aber noch nicht die Ortschaft der Markierung gewesen, oder? Glaube ich nicht. Wir müssen weiter. Oder ist da ein geheimer Eingang drin oder so? Aber wohin, ne? Nach unten? Durch die Autobahnbrücke wieder durch. Aua! Das glaube ich nicht. Da glaube ich jetzt nicht dran. Feuerchen. Mal gucken, haben wir irgendwas zum Abkochen? Elevated Trailer Camp. Oder ist das doch die Location? Wo sind wir jetzt, ne? Ich glaube nicht. Der Marker führt uns eigentlich in die Richtung. Wir wollten in die andere Richtung. Mal gucken. Wie schön, Mensch. Ist das nicht? Das ist doch die mega Raider-Location da drüben. Das. Genau, das ist das Corvega-Werk. Wow, stimmt. Wir sind schon hier. Das ist ja bahnbrechend. Und klicke die Klick-Klick. Und da oben hängt auch schon einer rum. Aber ich will die jetzt eigentlich nicht beballern.
Wobei, mal ganz kurz quicksafen. Treffen wir den überhaupt? Oh mein Gott, wir haben ihn erledigt. Kommen die jetzt rübergelaufen? Sind hier noch mehr? Bestimmt. Das gibt doch extra Punkte. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Haben wir schon ein Level wieder gemacht? Nicht die Lampe. Pip-Boy. Nee, gut. Wir kommen später wieder, Corvega-Werk. Wir wollen erstmal hier weiter. Dogmeat hat irgendwas gefunden. Noch ein Kryolator? Das wäre super. Das Feuerchen. Ja, da waren wir doch nicht, Dogmeat. Wir sind noch nicht fertig hier, ne? Keine Panik. Ja. Wir können pennen, wenn wir wollen. 5 Stunden sind 5 Stunden. Hunting Rifle kurz. Das ist wieder das Normale, ne? Was wir nicht verticken brauchen. Und das Ding brauchen wir auch nicht verticken. Aber das Kissen nehmen wir mit für Stroh. Hier ist noch ein Brahmin. Leder. Rucksack. Ich habe den noch nie gebaut und noch nie benutzt. Ich will mal gucken, wie viele Tragekapazitäten es wirklich gibt. Und dann brauchten wir den rechten Arm noch von der Räderrüstung. Richtig? Ja, es ist der rechte Arm, der noch fehlt. Also nichts weiter hiervon. So, und wie viele Tragekapazitäten bringt jetzt der Brahmin-Rucksack? Machen wir den Nuka-Cola-Rucksack weg. Wir sind bei 100 Trageeinheiten. Das lässt sich sehr gut rechnen. 45. Gut. Hätte sich jetzt auch geklärt dann, ne? Schön. Dann bleiben wir beim Nuka-Cola-Backpack. Es ist 6 Uhr am Abend. Können wir noch was abkochen, bevor wir ein Nickerchen machen? Leicht, eventuell. Ja, den Rettisch. Und es gibt EP. Vor dem nächsten Kampf auf jeden Fall Mantats. Cool. Das wäre alles, ne? Es zieht ein Sturm auf. Frühling hatten wir schon aktiviert gehabt, ne? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Okay, cool. Ach, guck mal. Hier endet die Markierung. Und was soll hier sein? Das Camp oder wie? Ansonsten waren überall Pfeile. Und jetzt ist da so ein X. Und ein X markiert doch immer die Stelle, oder? War das nicht irgendwie so? Nee. Runter. Jetzt komme ich nicht mehr raus, ne? Doch nur in den Tod. Direkt runter von der Autobahn. Hier ist bestimmt irgendwas Geheimes versteckt. Es gibt so viele Kleinigkeiten hier in Fallout, die versteckt sind. Aber gut. Nickerchen. Wahrscheinlich zweimal, ne? Wahrscheinlich zweimal. Wir können ja nur 5 Stunden schlafen. Nimm das mal weg hier. Ja, weg damit. 5 Stündchen. Und dann gucken wir mal. Ein Strahlensturm. Hatten wir den schon? Ich glaube schon, ne? Aber hier drinnen sind wir geschältert. Das ist sehr hilfreich. Dogmeat, komm rein. Du kriegst Fellausfall. Ja, komm rein. Junge, wir pennen gleich weiter. Reicht das dann? Ich hoffe doch mal. Wie spät ist es dann? Ansonsten ziehen wir halt um 4 Uhr früh los. Was sagt das Wetter? Ja. Mit den Morgenstunden, ne? Ziehen wir es einfach mal durch. Wir wollten sowieso eigentlich nur auf der Autobahn entlang. Zu dieser anderen Location. Und zwar in die Richtung. Alles cool. Also das mit dem Schlafen finde ich super. Generell Spiele, in denen man schlafen kann, ne, sind toll. So, und darüber wollen wir. Richtig. Einmal hier lang. Da war noch so eine Location. Und dann wieder Richtung Marker. Und das nächste Mal... Oh, vielen Dank für den Hinweis. Stimmt, fällt mir gerade so ein. Wo ist hier mein Fallout 4 Notizzettel? Der muss hier doch irgendwo... Muss hier doch sein. Ich laufe mal weiter in der Zeit. In der Hoffnung, dass wir nicht runterfallen oder so. Fallout 4 Zettel. Da unten Special Buch Aktion machen. Wenn wir das nächste Mal in Sanctuary sind. Das können wir ja schon machen. Weil wir haben uns ja doch entschieden, jetzt Intelligenz zu nehmen. Und als erstes müssen wir sowieso die Aktion mit dem Special-Buch machen. Und das haben wir ja schon da. Wir müssen uns also einmal debuffen auf Intelligenz 9 und dann müssen wir das Heftchen nehmen. Hallo? Wie, jetzt gibt es hier kein Rüberkommen. Ich wollte doch hier... Oh nein. Das ist die falsche Autobahn oder so, ne? Nee, da geht's nochmal runter. Oh, okay, alles klar.
Da geht's doch mal rüber. Kommen wir jetzt hier irgendwie safe runter? Eventuell. Okay, ich guck mal hier nochmal. Geht's hier vielleicht safe runter? Irgendwie. Ja, das geht. Da mussten wir gar nicht rauf. Aber da drüben ist noch ein Aufstieg. Im Dunkeln natürlich. Genau, aber vorher müssen wir auch dann Ushanka und Laborkittel ausziehen. Wir müssen halt auf 9 Intelligenz kommen. Also ein Schlückchen trinken. Und danach die Wackelkopfpuppe. Das war doch der andere Aufstieg. Irgendwo hier, ne? Mensch, ist ja fast wie ein Slender. Aber hat schon was, hier nachts rumzulaufen. Da drüben. Da muss ich hoch. Alles klar. Und dann kommen wir endlich zu den Windkrafträdern da. Flup, 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 flup. Und hoch. Na los. Ich will zu den... Da ist jemand. Da ist jemand. Als ob er das nicht gesehen hätte, ne? Wenn jetzt hier mit so einer Taschenlampe durch die Gegend ballert. Ghana. Oh Gott. Das ist wieder eine Ghana-Location. Oh mein Gott. Ich habe gequicksaved, ne? Super wichtig. Erledigt, der Lauf ist die Schwachstelle. Habt ihr mir geschrieben? Oh, aber sowas von, ne? Aber sowas von. Da, wo ist der Lauf? Zack! Im Dunkeln ist gut munkeln. Wo seid ihr Ratten? Na, da war ein Treffer. Ah! Okay, das ist mein Hund. Ah! Ich sehe nichts. Köpfchen. Crit. Ja, eben. Klappe, die zweite ist sowieso immer die beste Klappe. So, nochmal bitte das gleiche in grün. Lauf. Nochmal Lauf. Und jetzt die anderen. Wo sind die anderen? Wir kommen von da oben. Ich sehe noch keinen Kopf. Ja, da ist er. Naja, nicht so richtig erwischt. Schande, 3 und rum. Oh, er ist vom Hund. Gestruggelt. Vergiss es. Und den Rest im Wetz. Cool. Dranbleiben. Waren es nur 2? Oh mein Gott, wie crisp einfach mal die Textur hier von dem Container aussieht. Ich glaube, es waren alle, ne? Super stealthy. Also ohne die EMP sieht man nachts viel weniger, stelle ich gerade fest. So, Mutabeere nehme ich mit, Kaugummi, noch eine Laserpistole. Lohnt sich der Handel? Ja, immer. Okay, Laserpistole immer einpacken. Und hier die nächste Sonnenbrille. Mhm. Hatten wir jetzt schon einen Raider, einen Gunner Harnisch. Das ist aber jetzt nicht so eine richtige Rüstung, oder? Jetzt, was tragen wir für einen Harnisch eigentlich? Tragen wir überhaupt einen Harnisch? Wir sollten einen Harnisch tragen, ne? Aber welchen genau? Ich glaube, den Gunner-Harnisch können wir mitnehmen. Können wir noch einen Harnisch anziehen? Ich mach mal Lampe, ne? Können wir noch einen Harnisch anziehen? Ist da noch was drin? In Sachen Schutz? Ja. Tatsächlich. Wir haben die ganze Zeit Schutzwirkung weggeschmissen, aber Lederharnisch ist jetzt gerade auf jeden Fall effektiver als der Gunnerharnisch, aber ich glaube, das ist auch nur Deko, ne? Ja, das ist nur Deko. Eine Deko-Klamotte. Überfall! So, kommen wir dann rüber zu den Windrädern. Da will ich hin. Richtig. Wo ist die Lady, die wir hier erschossen haben? Ist die runtergefallen? Ist die runtergefetzt? Aufgrund des harten Kopftreffers. Oder liegt die hier noch? Ah, da ist sie. Hallöchen. Gehärtet Scharfschützengewehr. Ist zu billig für den Verkauf. 46 Schaden. Mhm. Und hier, was macht unser Scharfschützengewehr? Auch 46 Schaden. Ist, glaube ich, 1:1 das gleiche in grün. Ja, Sonnenbrille brauchen wir nicht. Schmutzige Armeeuniform. Lohnt sich nicht. Haben wir schon für die Sammlung. Nehme ich. Ansonsten noch irgendwas anderes. Windmühlen, wir kommen. Aber wahrscheinlich sind da drüben auch ein paar Leute, ne? Oh ja. Das ist eine Gunner-Location hier. Ja,
hätte das gedacht? Erstmal ausspähen. Ich sehe ein Geschütz. Und das war es dann auch schon, ne? Oh, die ganze Zeit. Keine Deckung. Wir können ja mal draufballern und gucken, was passiert. Oh, wieder morgen hier. Gerade so andämmert. Wie wunderschön. Wie in echt gerade. Es ist 4 Uhr am Morgen. Und Geschütz. Boom, Schaka. Lacka, was? Ich habe doch aufs Geschütz geschossen. Also auf den Laub. Ich würde mich ja gerne hinlegen, aber das geht nicht. Aber da gibt's eine Mod. Aber nicht so viel rumspielen jetzt. Wir modden nicht mehr. Nur noch, wenn es absolut notwendig ist. Wenn irgendwer nackt ist oder so, dann wird gemoddet. Oh, 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 oh. Du hast nicht die Reichweite. Hör auf. Lass es einfach geschehen. Hier ist besser, ne? Ja, hier ist besser. Der Baum. Die Natur schützt alles. Alles und jeden. Jawohl, ja. Geht doch, geht doch. Noch ein Ghana hier vielleicht. Können wir das übernehmen? Ist das eine Siedlung? Eventuell. Elevated Encampment. Encampment. Eieieiei. Klingt vielversprechend. Ich erwarte den besten Loot im bisherigen Spiel. Okay. So. Ja. Schutzhelm normal haben wir den schon. Ich glaube nicht. Doch, haben wir schon. Hosen und Hosenträger. Haben wir die schon? Liste? Nein. Cool. Ist das Charisma gebufft? Ausdauer gebufft. Ach ey, eine Rennklamotte, wenn man möchte. Schmutziger schwarzer Anzug. Charisma. Neue Charisma-Klamotte. Auf jeden Fall. Besser als unser Polunder. Finde ich sehr nice jetzt hier, dass wir das übernommen haben. Das haben wir uns verdient, oder Dogmeat? Ich finde auch. Die Vögel im Hintergrund. Ne? Oh, Mensch, das ist ja richtig Urlaub gerade für mich. Postapokalyptischer Urlaub. Schön. Wegen euch sind wir hier. Aber die sind wirklich nur Deko. Nice, ist in Ordnung. Weiter Richtung Marke, aber jetzt müssen wir erstmal safe wieder von der Brücke runter. Das geht bestimmt auch da drüben und dann machen wir einfach einen Schlag nach links. Na, kommen wir hier runter. Nicht lebendig. Gut, dann wieder in die andere Richtung. Alles durchladen. Knarre wegstecken. Immersionsmodus mit Immersion in den frühen Morgen. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Wo ist mein Kaffee? Ich hätte es nicht für möglich gehalten, wie sehr mir Fallout 4 wieder mal gefällt. Es ist also gerade eins meiner großen Videospiel-Highlights. Natürlich neben Fallout 76, da liebe ich ja den Loop, ne? Aber hier einfach mal wieder Fallout 4 zu entdecken, der Hammer. Der absolute Hammer. Ich genieße jeden Augenblick hier. So, da drüben Wohnwagen. Ist wirklich schön, dass er mit dabei seid. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Aber genug rumgeschleimt. Wir wollen zu dem Wohnwagensymbol darüber. Flup, 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 flup. Und wenn wir dann voll sind, geht's wieder zurück nach Sanctuary. Aber eigentlich müsste ich... Wir machen jetzt diese Location auch, okay? Ihr habt mir empfohlen, ich muss das mit dem Special-Buch machen. Und ich habe so recht. Jeden Kill, den wir hier machen, ist verschwendet. Also da... Könnte man mehr EP verdienen, wenn wir einfach mal Intelligenz auf 11 wären. Ich mache den Schnellreisepunkt, okay. Dann, hier könnten viele Gegner sein. Und dann kommen wir wieder zurück. Zack, Rocky Narrows Park, alles klar. Aber wir müssen nach Hause. Wir müssen ganz kurz das mit dem Special-Buch machen. Und dann geht's weiter. Hallöchen, Sanctuary, wie geht's dir? Du wunderschönes kleines Städtchen. Ist immer noch keiner hier am Laden. Wo soll ich denn mein Kram verkaufen? Was machen die Felder? Haben wir mittlerweile Mais? Nee, Tartus, ne? Wie vermutet. Aber wenn ich jetzt vielleicht hier noch ein Feld hinstelle? Wir brauchen auch neue Bewohner. Wir sind hier irgendwie noch festgehangen bei 7, aber es ist... Ich glaube, es liegt jetzt auch so ein bisschen an meiner Beperkung, dass wir hier... keine weiteren Siedler bekommen. Ist irgendwer arbeitslos oder so? Wir könnten hier noch ein Feld hinstellen, wenn er möchte.
Ich glaube, alle brauchen auch Arbeit, damit es überhaupt weitergeht. Ich glaube, das unten jetzt links, ne? Da ist ein Smiley und da drüber ist so ein Dreieckssymbol, so ein Baustelle-Symbol. Das bedeutet Arbeit und es geht nicht weiter, wenn nicht genug Arbeit vorhanden ist. Und aktuell kann ich mich irgendwie nur auf Felder beschränken. Ich würde ja noch ein paar andere Läden hinstellen, aber dafür haben wir die Perks nicht. So, nein, wo ist denn hier bitte Landwirtschaft? Genau, noch mehr Landwirtschaft natürlich. Warte mal, Innenbereich? Nein, Innenbereich geht auch? Wir können auch Innendinge anbauen lassen? Das ist ja verrückt, ist das. Mach mal bitte. Bau mal hier drinnen bitte was an. Geht das? Na, aber irgendwie kann ich es gerade nicht zu mir scrollen. Das ist jetzt nicht so schön. Innenbereich, na gut, dann machen wir doch nochmal draußen und dann kümmere ich mich drum, ne? Weil normalerweise kann man noch hier Bauobjekte zu sich scrollen. Ja, wir machen hier weiter, ne? Noch ein Feld bitte. Ihr schafft das. Tschakka. Let's do this. Karotte hätten wir ohne Ende. Vielleicht mal ernten. Und in den Stash packen. Ich weiß nicht, ob die das sonst selber machen würden. Aber jetzt sind wir gerade mal hier, ne? Essen und Zutaten auf jeden Fall. Auf jeden Fall in die Stash-Kiste. Für die Rezepte und so. Ihr habt mir nur bei Wasser geraten, einen extra Behälter zu nehmen, wegen der Angriffe. Ja, machen wir gleich mal hier die Ablegetour. Den Stash füllen. Oh, hier sind ja noch die alten Farben vom Rucksack. Die werden dann aussortiert und sind unter Mods zu finden und wären sogar 5 Kronkorken wert. Also haben wir schon mal unseren ganz persönlichen Kohle-Exploit, den wir nie benutzen werden. Sowas ist eklig, das machen wir nicht. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ne? Kann weg, kann weg, kann weg. Aber die Mods können wir dann später verticken. Die von den Knarren. Fertiges Essen in die fertige Essenkiste. Vom gegrillten Radhirsch 5 Stück. Davon haben wir gerade so viel, das werden wir weiter futtern. Colas in die Cola-Kiste. Oh mein Gott, ich habe schon wieder die ganzen Glasflaschen weggeschmissen, bevor ich da schmutziges Wasser reingefüllt habe. Jetzt darf ich dir wieder aussortieren. Und es war wirklich Arbeit. Kaum haben wir ihr neues Feld gebaut, ist die Arbeitsleiste voll. Nice! Vielleicht kommen jetzt neue Siedler. Wow, wir hatten eine Flasche. Der Hammer, ne? Der Aufwand hat sich sowas von gelohnt. Daumen nach oben. Schmutziges Wasser in die Wasserkiste und unsere Wasservorräte auffüllen auf 5. Alles andere müssen wir unterwegs. Machen wir 6 draus oder am besten noch 7. Gut. Cool, jo. So, jetzt wird's interessant. Einen richtigen Safe bitte anlegen. Wir können jetzt eine ganze Menge falsch machen. Ja. Wir wollen ausziehen. Alles, was uns mehr Intelligenz verschafft. Zack, zack. Wie viel Intelligenz haben wir jetzt? Theoretisch 10. 10 haben wir. Und jetzt saufen wir ein. Und dann dürfen wir eigentlich das Heftchen nehmen können. Wir hatten auch irgendwo noch Bier gehabt. Da, selbstgemachtes Bier. Intelligenz minus 1. Nee, ich nehme lieber das Gwinnett Brew. Das ist industriell gefertigt und hat Qualität. Da, bitte. Gegenchecken. Haben wir jetzt 9 Intelligenz. Sehr schön. Nun das Heftchen nehmen. Die Schlurfanimation, der absolute Hammer. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Der Hammer, wirklich. Verändert alles. Du bist special. Habe ich aufgehoben. Unter Diverses. Gut, gut, gut. Zack. Kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Lesen, untersuchen. Er muss wahrscheinlich auf dem Boden liegen, ne? Oder, oh, nicht, dass das nicht mehr geht durch Sim Settlements. Oh, oh. Wähle das Attribut, das verbessert werden soll. Intelligenz. Jetzt müssten wir auf 10 sein. Und sobald das Bier aufhört zu wirken, sollten wir auf 11 sein. Der Hammer. Psychojet, ja stimmt, genau. Wie viel haben wir gerade noch dabei? Entschuldigung, ein zu weit. Psychojet 2. Unsere Zahl ist 3. Die Zahl unseres Vertrauens. Jetzt noch ganz eben schnell. Klamotten in die Klamottensammlung. Und dann hätten wir ja noch die Polizisten-Sonnenbrille zum Ausprobieren. Oh ja. Ich mache mal ein Nickerchen für ungefähr eine Stunde, damit das Bier aufhört zu wirken. Sind wir nüchtern? Wir sind nüchtern. Wie viel Intelligenz haben wir jetzt?
Special 11. Es hat wirklich funktioniert. Vielen Dank für den Hinweis. Ich freue mich schon auf die Wackelkopfpuppe, die wir angehen. Ansonsten wäre auch das verschwendete EP. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten für die Verkaufskiste und dann können wir abdackeln. Nice. Ach, psychoabhängig? Warte mal, waren wir nicht psychoabhängig? Was ist denn da passiert? Doch, ist noch da. Wunderschön. Klasse. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Verkaufskiste befüllen. Und schon sind wir theoretisch wieder auf Tour. Dogmeat, Dogmeat. Oh, wir sind hungrig. Bevor wir abhauen, sollten wir uns Sid essen. Köterkeule habe ich jetzt nicht mehr, ne? Ich habe nur noch hier den Rathirsch. Zack. Gleich noch einen nachfüllen. Yum, 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 yum. Hier war das, ne? Genau. Fertiges Essen. Schön einen Reiter voll machen. Nimm mal zwei mit. Ist in Ordnung. Auch hier kann man ein bisschen mehr mitnehmen. Nicht, dass wir unterwegs verhungern. Wir sind stehen geblieben. Und zwar. Oh mein Gott. Was war denn hier alles? Achso, das ist Concord. Wir sind in. Rocky Narrows Park war das, ne? Da waren wir tatsächlich. Da müssen wir hin. Wie lange haben wir jetzt hergebraucht? Es war kurz vor 9. Wow, was? Wie bitte? Kann man das irgendwie anhand der Vierecke sehen, wie lange man ungefähr braucht? Dann würde ich meinen Schlaf besser teilen. Wir sind von hier bis hier. Ja. Also das sind hier ungefähr 3 Stunden Schnellreise gewesen. Warte mal, Doppelvierecke vielleicht? 1, 2, 3. Nee, es sind 4 Doppelvierecke. Rechne ich später aus. Ungefähr eine Dreiviertelstunde jetzt mal schnell hingehauen pro Doppelviereck. Schnellreise. Wir können. Sind die Hunde erlaubt? Im Rocky Narrow Park. Ist der tot? Ja, der ist tot. Oh oh. Bell doch nicht gleich los, Mensch, Hund. Wir sind schon wieder müde. Diese verfluchte Psychoabhängigkeit. Nehme ich. Maulwurfsrattenzähne. Die hat er wohl gefuttert, der kleine Schlingel. Alles schön auseinandernehmen. Mal gucken. Ja, muss das jetzt so strahlen? Oh, 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 hallo, hallo, hallo. Was für ein guter Hund. Hat er das jetzt mitgenommen oder eingesteckt? Befehl. Zack. Handel. Hunting Rifle. Ja. Aber auch nicht so wirklich, ne? Lass liegen. Gute Aktion. Ich mag dein Investment. Aber du musst nicht jeden Schrott mitnehmen. Meine Güte, muss das jetzt so strahlen da? Kiste. Ja. Kurz gucken. Ach, hier strahlt es ja nicht, ne? Wenn ich im Inventar bin. Das ist großartig. Und welche Pistole habe ich da gerade aufgehoben? Es war eine 10mm Pistole. Kompensiert. Oh, mit so einem dicken Magazin, ne? Eieiei, aber nicht Automatik mehr. Feuerrate 46 zu 127. Das ist doch hier unsere MP quasi. Aber 19 Schaden, ist das viel? Nicht wirklich. Aber Verkaufsware, auf jeden Fall. Oder, oh warte mal, stopp, natürlich, an der Waffenwerkbank natürlich, aber da können wir doch die Mods abnehmen und woanders draufziehen, wenn ich mich jetzt nicht irre, hoffe ich mal jetzt, ne, oh, wir müssen zur Red Rocket dann irgendwann wieder, oder wir hoffen, dass wir unterwegs noch eine Waffenwerkbank finden. Fallout 4, du hast es mal wieder geschafft. Nice. Na Mensch, hallo. Haarklammer, eleganter Hut. Was kann der? Brauchen wir so oder so für die Sammlung. Schön. Nehme ich mit. Oh Gott, diese Affenmensch. Ganz vergessen. Militäruniform, die hatten wir schon, ne? Stimmt, Entschuldigung. Meine Güte. Jetzt bin ich ganz aufgeregt wegen der Waffenmodifikation. Militäruniform, wieder weg. Was? Wie bitte? Warum ist das so klein geschrieben? So, Baseballschläger haben wir noch nicht für die Sammlung. Aber die Baseballmütze haben wir schon für den Verkauf. Leo, wo bist du denn? Gerade in Gedanken. Beim Bären wahrscheinlich. Für die Sammlung haben wir das Ding schon. Oh oh. Auch hier hätten wir wahrscheinlich den Bären wieder nicht angreifen sollen, ne? Scharfschützengewehr. Kommen wir jetzt zufällig aufs Dach?
Also das nächste Fallout sollte auf jeden Fall Parkour-Elemente haben. Bär, ich sehe dich doch. Du warst gerade eben noch da. Von hier könnte er uns nichts. Aber ich brauche den kritischen Schleichangriff. Er kommt gleich hier raus, keine Panik. Sollte er nach Plan, oder tingelt er jetzt die ganze Zeit da hinten rum? Okay, dann eben anschießen und dann flitzen wir rüber und springen da hoch. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das ist der Weg. Der Mandalorianer. Ich freue mich so auf die dritte Staffel. Oh, 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 er hat schon gesehen. Renne. Wie schnell ist so ein Bär? Man soll bergab laufen, habe ich gehört. Oh Gott! Man soll bergab laufen. Come on, Mensch, lass den Hund in Ruhe. Ich brauche Crit-Treffer. Auf deine Rübe. AP aufladen. Vergiss es. Alter, wie stark ist denn mal dieser Bär? Das sind noch die Verkrüppelten. Ja, genau. Der Hund haut ab. Oh Gott, das ist so traurig. Du schaffst das, Dogmeat. Mischen wir den überhaupt gerade? Durch die Türöffnung. Bleib da. Ja, so ein bisschen, theoretisch. Bei 476 hauen die Gegner ab, wenn sie einen nicht erreichen können. Aber er reicht ja was. Ja, er kriegt ja den Hund. Bleib hier, Bär. Und den Rest mit der Flinte. Dogmeat heilen. Oh, er kommt wieder, ne? Kommt da. Alles durchgeladen. Come on. Kretmann, in dein Gesicht. Wo ist er hin? Der kommt doch gleich aus den Büschen gesprungen. Ich musste ja auch unbedingt so viele Grasmods installieren. Nein. Und Kret, jetzt sofort. Sofort, super Kret. Es reicht nicht. Oh, und jetzt. Oh Mann, yay! Nice!